das erste Mal, dass ich dabei bin und ich muss sagen, ich bin überwältigt. Das ist so cool und es macht so viel Spaß und mit so vielen Leuten in Kontakt kommen, das ist wirklich ein Mord zum Gaude. Was ist eine tolle Sportart, was ist eine tolle Bewegungsart? Das erlebt man da wirklich live und die Begeisterung ist enorm. Und der Zustrom ist ja wahnsinnig. Von daher sieht man, Sport zieht nach wie vor. Man muss nur etwas bieten. Und das tut der Tag des Sports hier am Heldenplatz. Wir sind beide Familienväter, dass es für die Kinder einfach so viele Stationen gibt, um Sport zu betreiben und Sport kennenzulernen. Und ja, vielleicht bleibt der eine oder andere dabei hängen und das wäre eine gute Sache. Mich freut es halt immer recht, wenn so viele Leute da sind und wenn man sich einfach mit den Leuten austauschen kann, wo man das ganze Jahr keine Zeit hat. Und ich finde, man kann denen auch sehr viel zurückgeben an so einem Tag. Und man sieht auch viele Sportarten, wo man sich denkt, hey, das war mir eigentlich noch nicht so bekannt. Also es ist voll super und es wird klasse angenommen. So viele Leute, so viele interessierte Leute. Beim Profi ist natürlich schön die Rückmeldung von den Leuten, dass man anerkannt wird und wirklich dich kennen und andererseits ein Sportart für die Zukunft auch zu suchen. Und für mich natürlich wäre es schön, wenn ich umso mehr Leute für meinen Sportart begeistern kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil ja eine Publikumsveranstaltung den Sport näher bringt. Die Leute können kommen und können es probieren, können schauen, was tut da jeder, wie schaut der Sport aus. Es freut mich, dass so viele Leute sich interessieren, auch für den Kanusport. Und ja, wir hoffen heute halt einmal, dass mehrere zum Kajakfahren dann quasi kommen. Tag des Sports ist wie jedes Jahr immer ein super Event, vor allem weil man extrem viele Sachen ausprobieren kann und ich glaube gerade für Kinder und auch für Erwachsene ist es ein cooles Event und eine coole Sache. Man lernt viele verschiedene Sportarten kennen und ja, es ist ein super Programm da. Einfach eine Riesenmöglichkeit für die Kids, dass sie die verschiedensten Sportarten ausprobieren und unser Anliegen ist natürlich, dass wir einfach ja, die Begeisterung von Sport weitergeben und hoffentlich dann einige von den Kids irgendwann einmal bei den nächsten Spielen sehen. Eigentlich würde ich einen Appell anrichten an die Eltern, weil die einfach wichtig sind, dass sie die Kinder zum Sport bewegen oder zumindest zur Bewegung bewegen. Und ich sehe es bei meiner Tochter, die ist jetzt 3 und die redet ja wie wir und die bewegt sich wie wir, die schaut sich einfach alles an, ein Kind schaut sich alles ab. Und ja, ob man jetzt sportlich ist oder nicht, das schaut sie sich auch ab. Voll gewaltig, wie viele Leute da sind und wie sich die alle freuen, wenn man ihnen ein Autogramm gibt und das ist natürlich ein tolles Gefühl. Das Wichtigste ist, dass es toll ist, sich zu bewegen und dass man nicht unbedingt Weltmeister werden muss, sondern dass es einfach um den Sport an sich geht. Es geht nicht um Leistungssport, es geht um Breitensport, um ja, Massensport im Endeffekt. Es geht um das, dass wir uns bewegen und erkennen, dass die Bewegung schon zu einem besseren Leben dazu beitragen kann. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass die Eltern mit den Kindern rausgehen und sie mit den Kindern bewegen. Und dann, glaube ich, haben sie auch alle einen Spaß an der Bewegung. Weil wenn man nichts tut und wenn sie die Kinder nicht sehen von den Eltern, glaube ich, dann ist es schwierig, dass das Kind von selber sagt, gehen wir raus.
Endeffekt muss jeder für sich was entdecken, einen Sport entdecken, der einem taugt, der einem sehr viel Spaß macht. Was Sport für Begeisterung auslösen kann bei den ganzen Leuten. Ich glaube, als Familie ist ein cooler Tag, wenn man da herkommt und einfach mit den Kindern da Sport macht und jede verschiedene Sportart ausprobiert. Vielleicht den Computer, so wie es ist, jetzt einfach einmal zur Seite stellen und selber einmal die Sportschau rotieren. Es ist einfach auch, gemeinsam lustig und es wäre dann auch im Ötter mal gut da, wenn man sich ein bisschen bewegt.